Einverstanden. Ja, um den Golem zu vernichten. Ja? Aber klar. Was? Ein gutes Training. Ja? Muss der Meister weg? Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Das Problem ist... Eine solche Kreatur. Die schlagen verdammt hart zu. War nichts Persönliches. Einverstanden. Dass ich gerade etwas umzingelt bin. Wunderlich. Könntest du mal? Was denn? Oink, oink, kleines Schweinchen. Du? Warum denn nicht? Bavagor, schrei mal ein bisschen. Also los. Immer mit der Ruhe, ja? Nee, nicht. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Warum denn nicht? Was denn? Oink, oink, kleines Schweinchen. Oink, oink, kleines Schweinchen. Sofort. Was gibt's? So, Tongdil. Wo ist der Nächste? Boah, eklig. Ja. Hier kommt der Hammer. Das hat ihn betäubt. Das ist nicht so schön. Das geht noch nicht. Und jetzt? So, Boindil. Und weiter. Ja, ja. Wohl gekämpft und doch verloren. Und verstar. Und weiter. Sieht nicht ganz so frisch aus. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Und ist jetzt gerade im Zornmodus mal wieder. Solche Kreatur. Was denn? Der macht's nicht mehr lang. Und weiter. Das Blöde ist halt, dass der sich immer heilt. Oink, oink, kleines Schweinchen. Hey, das hört. Hm? Also los. Logisch. Wo ist der Nächste? Also los. Mach dich bereit. Logisch. Ja, wir kriegen ihn aber langsam. Nur leider kriegen die uns auch langsam. Das Problem ist, wir sind gerade recht umzingelt. Also los. Ein gutes Training. Warum denn nicht? Und weiter. Ich brauche jemand anderen da drüben. Ich bräuchte eigentlich alle hier irgendwo da drüben. Also nochmal vorne starten, weil das können wir einfach nicht mehr so gewinnen, ehrlich gesagt. Schimmerbärtchen weg, ihn hin. Ihm den Wolfskopf geben, Kampf starten. Erledigt. So. Tongdil. Hau mal das rein. Und jetzt?
Ich hätte mehr Widerstand erwartet. So, Bavrago. Vergifte alles. Ja, bitte? Ergibt Sinn. Guter Plan. Gerne. Was denn? Ja, guter Plan. Ja, ja. Für die Ersten! Willst du mal? Gerne. Damit habe ich jetzt gerade Pullendal wieder gemäht. Die schlagen verdammt hart zu. Guter Plan. Ja, ja. Geht weiter. So, Golem ist weg. Dafür sind wir aber auch alle gleich tot. Jo. Ja? Einverstanden. Okay, jetzt wird mir das doch zu viel. Nichts. Nichts. Für Wrakas. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Abscheuliche Kreatur. Hm? Wir haben das Glück, dass er immer wieder aufsteht. Was gibt's? Für die Ersten! Guter Plan. Und weiter. Ich lade noch mal neu. Ich hätte nämlich Boindir nicht so verlieren dürfen. Ja. Dass Balindis aber auch nicht zielen kann. Hm. Das Gemeine ist halt, der Magier heilt sich und er kontrolliert den Golem. Und jetzt? So schnell bin nicht mal ich. Ja, ja, ich brauche hier Hilfe. Schnell und fast da. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Einverstanden. Und damit ist Boindir schon wieder gefallen. Hm. Sofort. Dieser Kampf ist halt auch lästig. Au. Schon fast da. Aber klar. Ja, ja. Schon fast da. Und weiter. Ich hab drum gewehrt. Ah, das wird jetzt Aua machen. Schlag verdammt hart zu. Einverstanden. Sofort. Undal. Hey, könntest kann du mir jemand helfen? Was denn? Oink, oink, kleine Schweinchen. Die beiden Probleme sind, der Golem ist hart und drei Probleme eigentlich. Der Golem ist hart, der Magier heilt sich und es kommen unendlich viele Orks, bis der Golem tot ist. Das hat gut geklappt. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Mhm. Was denn? Tungdil macht das. Bavagor macht ja, das. Ja, ja. Ja, ja. Komm her, du. Aber klar.
Okay, du hältst dich zurück. Du. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Verschaffst dir mal etwas Luft und ziehst dich dann zurück. Und jetzt? Oink, oink, kleines Schweinchen. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Was geht's? Guter Plan. Könntest du mal? Wo ist der Nächste? Für die Ersten! Hey! Ein gutes Training! Okay, lass dich zurückfallen. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Gut. Einen Moment Geduld. Und könntest du mal? Du wirfst das an. Kleine Schweinchen. Ja? Guter Plan. Für die Kreatur. Ergibt Sinn. Okay, sie ist weg. Aber eigentlich genau mit der Technik dürfte ich das hinkriegen. Die drei machen den Engpass dicht mit Bafragur ganz vorne, hoffe ich. Und sie geht Magier verkloppen. Zieht sich dann immer zurück, wenn sie ihre Punkte aufgebraucht hat. Ja, das ist halt einer der härteren Kämpfe. Und jetzt? Mhm. Was denn? Also, ihr beide in die Engstelle. Also los! Du nach da. Ja, bitte? Guter Plan! Gerne! Guter Plan! Gut. Gleich erledigt. Ein gutes Training! Plan. Oh. Das sind hier gerade ein paar viele. Ich hätte mehr Widerstand. Was denn? Was geht's? Ja? Auf den Weg. Jo. Tong Deal, du hältst dich zurück. Ah, oh Mann, hört auf, euch im Weg zu stehen. Ja, ich habe gerade geschrien. Nein! Sofort! Ja, bitte? Ja? Einverstanden. Wo ist der Nächste? Für Wrakas. Jo. Und weiter. Wo ist... Was machst du da hinten? Sinn. Guter Plan. Nein. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Das hat eigentlich fast richtig geklappt. Nur, dass sich Bafragur und Tungen, die im Weg standen und dass sie jetzt gerade von der Pranke getroffen wurde und dass Boindil nicht da war, wo die Orks sein sollten. Waren. Ja, bitte? Gerne. Guter Plan. Ergibt Sinn. Guter Plan. Ergibt Sinn. Steh Gerne. Auf und geh raus aus der Gefahrenzone. Okay. Und jetzt? Oink, oink, kleine Schweinchen. Ja? Für Wrakas. Gleich erledigt. Guter Plan. So, die da kriegt sie. Hat sich einfach gewehrt. Was gibt's? Für Wrakas.
Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Der Nächste. Ergibt Sinn. Ein gutes Training. So, zweimal zuhauen. Wohl gekämpft und doch verloren. So, das war der Golem. Was denn? Bavrago, Säurewolke. Ja doch, gleich. Wohl gekämpft und doch. Wer ein paar Gegner sucht, diese ja, hier bei mir. Go. Boah, wirklich. Okay, das war gut von ihm. Oink, oink, kleines Schweinchen. Kreatur. Was denn? Logisch. War nichts Persönliches. So, geschafft. Hoffen wir, das war das letzte Hindernis auf dem Weg zu deinem Sieg, Tungdil. Ich habe es bereits gesagt, aber ich sage es erneut. Ich will den Thron nicht und wollte ihn auch nie. Mir geht es allein darum, das geborgene Land zu retten. Wenn ich es nicht schaffe, sorge du dafür, dass die Feuerklinge geschmiedet wird. Und versprich mir, dass du mit Namora und der Feuerklinge gegen Nordom ziehen wirst. Gandogar neigt sein Haupt. Bei Vrakas und Giselbart Eisenauge, in dessen Reich wir stehen. Ich schwöre, dass ich nicht eher ruhen werde, bis Nordom tot ist. Aber du wirst dabei an meiner Seite sein. Jo. Ein paar Level-Ups. Schadensbonus. Mit allen Angriffen. Schadensbonus klingt immer gut. Den Scherenschlag kann ich auch zurücksetzen. Ist ja nett. Ein Haufen Gold und Essen, das wir nicht brauchen. Das ist doch nicht wahr. Es sieht aus, als haben sich alle Scheusale des geborgenen Landes hier versammelt. Du holst tief Luft. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugehen. Das Tor zur Esche ist am anderen Ende der Halle. Schützt diejenigen, die für die Erschaffung der Feuerklinge wichtig sind. Wir anderen sind entbehrlich. Zum Angriff! Für das geborgene Land! Für Vrakas! Oik, oik, ich komme! Soll ich das noch versuchen? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Ja? Guter Tag! Donnerstag! Zumal wir eigentlich... ziemlich gearscht sind. Ne? Warum denn nicht? Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Ja, mach's nicht mehr lang. Kann dir jemand helfen? Warum denn nicht? Hier kommt der Weiter. Weiter durchbrechen. Okay. So, es erreicht. Ja, und anders geht's nicht.
Zeit für einen Plan, Gelehrter. Genug! Es reicht! Not on. Öffnet das Tor. Ich halte ihn auf, solange ich kann. Zurück, ihr Maden! Sie gehören mir! Das ist nicht not on. Das ist... Odario. Es spielt keine Rolle. Das Tor ist verriegelt. In die Schmiede! Schnell! Ja, das war relativ schnell. Du erkennst den Zwerg, der in schimmernder Rüstung vor dir steht. Denn auf dem Weg durch das Reich der Fünften hast du mehr als einmal seine in Gold und Frakasium getriebenen Züge an den Wänden prangen sehen. Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften. Ich grüße euch, wer immer ihr auch seid. Ich hoffe, euer Auftauchen bedeutet Gutes. Du blickst auf die 10 Zwerge mit ihren bleichen Gesichtern, deren Augen leicht abwesend wirken, als befänden sie sich in Trance. Sie tragen herrlich gearbeitete Rüstungen und die Entschlossenheit, die Vrakas seinem Volk mitgegeben hat, ist von jedem Antlitz abzulesen. Ja. Giselbart Einauge und seine Fünften, wie ist das möglich? Ihr seid es wirklich, oder? Wir sind die Letzten der Fünften. Wir trotzen den Horden des Bösen seit dem Niedergang meines Reiches. Damals fielen wir gegen die Albe und wurden durch das tote Land zurück ins Leben gebracht. Doch anstelle ihm zu dienen, stellten wir uns gegen es. Wir zogen uns zu Esse zurück, dem Heiligsten, was unser Stamm besitzt, und verteidigten sie für 1000 Zyklen. Aber es ist nur ein kleiner Sieg nach einer großen Niederlage. Ich habe gehört, dass sich jemand lange dem... Ich habe nie gehört, dass sich jemand lange dem Toten Land widersetzen konnte. Du verspürt keinen Hass gegen andere Zwerge oder alles Leben. Du bist dem alten König und seinen Männern dankbar. Aber du hast erlebt, welche Macht das tote Land auf jene ausübt, die es einmal in seinen Fängen hat. 1100 Zyklen reichen aus, um den Hass in sich zum Schweigen zu bringen. Du blickst dem legendären König ins Gesicht und kannst keine Lüge erkennen. Doch auch keine Freude, keine Hoffnung... Kein Leben, nur Traurigkeit und den unbändigen Trotz der Zwerge. Ja, 11, also 1100 Jahre ist er schon untot, der Arme. Und seine restlichen Zwerge auch. Ich danke für eure Hilfe. Danke euch für die Hilfe. Ohne euch wäre es das Ende unserer Reisegruppe gewesen. Lange beschränkten sich die Kreaturen darauf, uns zu bewachen. Doch seit einigen Sonnenumläufen versuchen sie, die Esse zu erobern. Eure seltsame Reisegruppe ist vermutlich der Grund für ihr Verhalten, oder? Wir sind Vertreter der Ersten, der Zweiten und der Vierten. Begleitet werden wir von unseren Freunden und der Maga Andokai der Stürmischen. Es steht schlecht ums geborgene Land. Die magischen Barrieren, die das tote Land Jahrhunderte in Schach hielten, sind zerstört. Ein Magus namens Not On kontrolliert die Magie und er kann nicht getötet werden. Nicht mit einer normalen Waffe. Die Esse Drachenbrodem. Können wir sie entzünden? Nein. Aber nur in ihr können wir die Feuerklinge schmieden. Die einzige Waffe, die Not-On bezwingen kann. Die Esse kann nicht entzündet werden, weil sie nie erloschen ist. Sie brennt heiß und hell wie immer. Vrakas muss gewusst haben, dass wir sie eines Tages noch dringend brauchen würden. Legt euch hin und ruht euch aus. Das Portal wird nicht fallen. Dafür sorgen wir. Genehmigt euch so viel Schlaf, wie ihr benötigt. Und dann... Macht euch ans Werk. Ja. Level-Ups. Andokai, Balindis und Jerun fehlen noch. Machen wir noch schnell die Level-Ups. Einmal Macht für Tungdil. Schlafwolke. Und überzeugen für Rodario. Überzeugen für Naora oder Schattentod? Schattentod.
Granatwerfer für Fuchs. Essen, Gold. Und ja. Statuen König Giresebars blicken auf euch hinab, als ihr die Festung der Fünften zum ersten Mal betretet. Ihr macht euch auf die Suche nach der Esse Drachenotem, um dort die Feuerklinge zu schmieden. Gandogar ist der letzte Überlebende seiner Gruppe. Der König der Vierten hat sich euch angeschlossen. Eine willkommene Verstärkung scheint der Feind auch auf euch zu warten. Es ist unglaublich, aber niemand Geringeres als König Giselbart und die Seinen standen euch in einer Schlacht gegen die Horden Tions zur Seite. Seit über 1000 Zyklen verteidigen sie das Herz ihres Reiches und trotzen der Macht des Toten Landes. Jo, ich würde aber mal sagen, an dieser Stelle speichere ich mal wieder. LP010. Dann gibt es einen Cut und ich denke mal, dann kommen wir ins große Finale. Also, bis zum nächsten Mal.